Imperialen werden keine Biowaffen mehr in diesem Labor produziert. Nabiska Kolbalia Bindi Bodenya. Kulirado Kanki Kulka Skronki Dumba. Bumija Kulka Dumbaji Tausa Salas Uval. Ja, das möchte ich auch nicht. So. Perfekt, ein Implantat. Das freut mich, aber ja, nervt nicht. Implantat mitnehmen. Du hier. Weg, weg, weg. Alles Tonne. Nee. Boah, wie leer das Inventar da. Ups, was war das? Leitflussmittel. Ups. Rückkauf. Mitnehmen. Reparieren. Ja. Das war ungefähr alles. Wo müssen wir jetzt hin? Wieder weg. Gut. Ach genau, Club Vertica. Ja. Mit M1 4X und so. Dings. Ich guck mal ganz schnell, was das Upgrade kosten tut. 120 Kartellmünzen. Und 120 Kartellmünzen. Also 240 Kartellmünzen. Ja. Nach Club Vertica beende ich die Aufnahme eh. Vielleicht hole ich dann noch was. Achso. Da ist die Schattenstadt. Da ist Club Vertica. Wir sind fast fertig. Yay! Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Erstmal hier zur oberen Promenade. Denn Level Up und so. Sachen, Fähigkeiten kaufen und so. Unser Soldat hat nichts. Aber Kommando kann die Plasmagranate. Gut, das ist jetzt nicht so das, was ich jetzt erhofft habe. Naja. Ach, das fehlt. Aha, okay. Ja, vermächtnis Schleudern nehme ich dann gerne wieder mit rein. Das. Nein. Das war nicht geplant. So sollte es sein. Und der Orbitalschlag nehme ich auch wieder dazu. Den Orbitalschlag, das Orbitalschlag, Ding. Und einfach weil ich es kann, fliege ich wieder. Hui. Hui. Das macht richtig Spaß eigentlich. So, Reaktivschild, damit ich keinen Schaden kriege. Und tschüss. Ja, das zum Thema keinen Schaden. Ach, was soll's. Die Ausbilder sind da oben. Nein, falsch, da oben sind die imperialen Ausbilder. Meiner ist hier unten. Rüstungsbau? Nein, ich habe Waffenbau. Passt, okay. Dann lerne ich auch gleich schon die neuen Rezepte. Einfach, weil ich es kann. Und, ja. Dann geht es zum Club Vertica. Das Kommando kündigt immer wieder neue Taktiken an. Schön. Wo war das jetzt? Ach, da oben. Genau, Waffenbau. Hier sind noch Händler. Irgendwo hier ist noch ein Laderaumzugang. Den würde ich auch gerne noch benutzen. Dann kann ich nämlich das Inventar so ein bisschen leer machen. Moment, ich stelle das mal ganz kurz. Ist doch eingestellt. Der ist hier irgendwo, ich weiß das. Aber erstmal hier, ne, Sachen kaufen. Rezept und so. Okay, Fähigkeitslauf und Fähigkeitslauf, Reflexlauf. So. Da. Gefunden. Dann kann ich das auch schon mal. Ja, hallo Knallzwiebelknall. Was ist das eigentlich hier? Ach, ich habe noch Rüstung. Oh, ich habe noch Rüstungen. Hehe. Modifizierbare und so. Weg, 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 weg. Weg. Weg, beiseite, 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 beiseite. Ja, obwohl, das nehme ich einfach mal mit. Mir fällt da gerade was ein. Wieso benutze ich das eigentlich nicht? Bam, Freischaltung erfolgreich. Ich helfe. Das wollen wir doch mal gucken. Ach, das ist sogar... geil. Ich verdrück mich mal schnell, sonst kommt er noch auf blöde Ideen. Und was mir gerade so einfällt, das habe ich gerade gemerkt, welche Medipacks haben wir denn hier? Gewöhnlich, allgemein, Standard, Regulierung.
Ja, muss erstmal reichen. Erstmal das Regulierungspack hier irgendwie anlegen. Sicher ist sicher. Ich brauche das nämlich. Garantiert. Taxe da drüben. Na, dann nehmen wir den Weg. Hopp. Oh, kommt man ja nicht mal rauf auf den Hutten, ne? Ich hab gedacht, ich kann klettern gehen. Mano. Er sieht aber sehr... Moment. Den Helm kenne ich. Hallo, Karaga. Wer oder was Karaga ist, ja. Er ist ein Arsch. Ist ein Boss aus dem Raid Karagas Palast. Und... Also der Endboss. Wie man sich vielleicht denken kann. Und, ja... Als Heiler ist der, wenn die Gruppe nicht ganz so erfahren ist, tut der einfach weh. Das ist einfach grauenhaft. Aber, naja, als Tank ist es einfacher. So, jetzt aber. Auf geht's zum Dingens. Und die Reise überspringe ich mal eben. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, auf geht's. Du hast den Ort Sternstunden-Casino und Club Vertica entdeckt. Yippie-i-yay. Jetzt wollte ich sofort töten. Darf ich natürlich nicht. Hallo, Soldat. Neal ist gerade zurückgekommen und hat mir erzählt, gegen wie viele Bewacher ihr ihn beschützt habt. Ihr habt beide großartige Arbeit geleistet. Ihr seid auf der Besucherliste, die Spuren sind verwischt und wir konnten sogar alle Casino-Kameras anzapfen. So kann ich ein Auge auf alles haben und sicher gehen, dass euch niemand überrascht. Ich bin froh, dass ihr mit aufpasst. Ihr könnt da drin jede Hilfe gebrauchen, die ihr bekommen könnt. Euch steht da eine ziemlich heikle Sache bevor, Lieutenant. Die Befragung der Imperialen über den Droiden ist eine Sache. Aber wenn es zu einer Schießerei kommt, die Republik kann sich das nicht leisten. Wenn jemand Ärger macht, dann nicht ich. Mehr wird auch nicht von euch verlangt. Ich werde euch jetzt nicht länger aufhalten. Geht ins Penthouse und besorgt uns ein paar Antworten. Und lasst euch dabei nicht töten. Jonas, Ende. Ja, schauen wir mal. Ach, Misserfolg. Arschloch. So, da bin ich wieder. Mein PC hat gerade irgendwie keine Lust mehr gehabt. Oder irgendwie so. Hat auf jeden Fall gesagt, nö, lass mal. Verdammt. Ich habe gerade meinen Nachladeskill benutzt. Naja. Ja. Hui, I believe I can fly. Nein, ich sing jetzt nicht. Keine Angst. Hui, aber schnell ist er. Und schon ist das Tempo wieder weg. Das wird helfen. Ja, super. So, Waffe her. Na, obwohl, das geht nicht. Nee. Muss ich ihn? Da muss ich, okay. Hopp. Na, hallo? Ach, verdammt, ich muss nach oben. Ups. Kann man Auto? Nein, kann ich natürlich kein Auto nehmen, wie immer. Einmal über den Sabaktisch rennen. So, jetzt aber. Geht doch. Und wie man hier unten sehen kann, Elaradorn möchte mit dir auf deinem Schiff sprechen. Das wurde zwar gerade gefändet, aber wen stört's? So, wir gehen jetzt erstmal da rein. Wuhu! Fällt vielleicht auf, wenn wir mit Waffe da reinrennen. Ich meine, ich habe ja jede Ritter-Skill und so. So, können wir dann. Stillhalten. Nein, Klappe halten. Das soll zu halten. So, was haben wir hier? Ups. Okay. Ich mach nichts. Achtung, Eindringlinge! Ach, halt's Maul. Wer zum... nicht zu fassen. Legt die Waffen nieder. Republikanischer Abschaum. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr mit eurem Einbruch hier angerichtet habt. Wir sind nicht zum Kämpfen hier.
Wir suchen nur Informationen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie auch in einer Inhaftierungszelle stellen. Meine letzte Warnung. Lasst die Waffen fallen und ergebt euch. Sofort. Der republikanische Kriegsdroide M14X. Ich will ihn finden. Unterwerft die Eindringlinge, Männer. Mit allen erforderlichen Mitteln. Sadres, hier ist Andrik. Wir haben das letzte Paket und sind jetzt unterwegs zum Ziel. Oh, das ist zu viel. Klappe, Andrik. Seht ihr nicht, dass wir Schwierigkeiten haben? Sagt mir, wo ich M14X finden kann. Dann wird es keinen Ärger geben. Das Imperium verhandelt nicht mit Abschaum wie euch. Angenehme letzte Ruhe, Sadres. Wenigstens habe ich Zeit, die Patrouillen zu verdoppeln, während ihr und eure Leute abgeschlachtet werdet. Was? Redet keinen Unsinn. Die Schwierigkeiten habe ich im Handumdrehen beseitigt. Nein, im Handumdrehen werdet ihr tot sein und eure Schwierigkeiten sind dann meine. War nett, euch kennenzulernen. Dieser verräterische Respektlose! Ich will nur wissen, wo der Kriegsdroide ist. Wir müssen nicht kämpfen. Seid ihr wahnsinnig? Warum sollte ich euch das verraten? Andrik ist Abschaum. Doch die Aktivitäten seines Droiden dienen dem Imperium. Ich kann nicht zulassen, dass ihr ihre Arbeit stört. Andrik ist dem Imperium nicht ergeben. Er wird sich gegen euch wenden, wie er sich gegen die Republik wandte. Ihr habt recht. Andrik ist Abschaum. Und die imperialen Ressourcen nicht wert, mit denen wir ihn schützen. Ihr könnt Captain Andrik und M14X in einer Einrichtung im Herzen der Schatten stattfinden, wo das volle Potenzial des Droiden entfesselt werden soll. Der Energiekern der Maschine ist zu viel mehr fähig, als eure Wissenschaftler ahnten. Bald schon wird M14X dank seiner Schilde und Waffen mächtiger sein als jeder andere Droide vor ihm. Klingt, als müsste ich mich sputen. Den Droiden könnt ihr nicht mehr aufhalten. Aber vielleicht könnt ihr wenigstens Andrik töten. Das wäre mir recht. Geht jetzt. Ihr habt, was ihr wolltet. Geht! Bevor ich es mir anders überlege. Oh, und sagt Captain Andrik, dass es auch nett war, ihn kennenzulernen. Lebt wohl. Ja, die Imperialen haben wir jetzt mal nicht getötet. Ausnahmsweise. Die nächsten sind wieder tot. Versprochen. Lieutenant, hier ist Jonas. Ich habe gesehen, wie ihr mit den Imperialen gesprochen habt. Niemand wurde erschossen. Ich schätze, das ist ein gutes Zeichen. Wisst ihr jetzt, wohin der Droide verschwunden ist? Der Droide ist in einer Einrichtung in der Schattenstadt. Wiederhole, Schattenstadt. Großartige Arbeit. Ich wusste, auf euch ist Verlass. In der Schattenstadt halten die Imperialen all die Leute gefangen, die zu wertvoll zum Töten und zu gefährlich für die Galaxis sind. Sie ist gefährlich und stark bewacht. Es wird nicht gerade einfach, euch da reinzukämpfen. Ich werde vorsichtig sein. Macht dem ganzen Spuk ein Ende. Geht rein, verschrottet den Droiden und kommt wieder raus. Dann können wir Feierabend machen. Okidoki. Nehmen wir das hier. So, ganz kurz. Eric, kannst du was herstellen? Nur 7, okay. Ich brauch mehr von den zweiten Grades, okay. Nimm mit. So gut wie erledigt. Nimm mit. Ihr Wunsch ist Ihr Befehl. Die Angelegenheit ist so gut wie erledigt. Sehr schön. Genau das wollte ich hören. So, ja, ich fliege erstmal wieder eine Runde. Yippee-yay! Wuhu! Ja, verdammt. Ich hab gehofft, man kommt vielleicht da drauf. Hm, naja. No. Ich kann helfen. Und schon bin ich wieder langsam wie eh und je. Naja. Naja. Nochmal Waffen. Dann schauen wir mal, wer bist du? Du bist eine Empfangsdame. Aha. Das ist ein Droide. Naja, auf jeden Fall, wir sind hier fertig. Und jetzt geht's weiter in der Schattenstadt. Oh, ich kann das Teil immer noch nicht nutzen. Hui, Feldhilfe. Ah, okay. Verstehe.
bräunig. Braucht man als Heiler. Apropos, kurz in den Skillbaum gucken, was ist das nächste? Was ist das da? Oha. Eine Sache kann ich hier durchskillen. Das hört sich gut an, die geladene Barriere. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Die nehme ich dann einfach mal. Los geht's. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und ja, die Fahrt erspare ich euch jetzt und wir sehen uns gleich in der Schattenstadt. So, da bin ich wieder. Und ja, einmal das Teil aktivieren hier. Plöp. Und kleinen Moment. So. Los geht's. Erstmal zur SID-Basis. Kann Sachen verkaufen. Oh. Nein, keine List-Sachen. Bitte nicht. Nicht schon wieder. Ich habe das erst gar nicht gecheckt. Ja, ist gut. Richtig. Aber deshalb hast du ja schon die Übungsklamotten an. Da wollen wir einfach mal an dir trainieren gehen. So, auf jeden Fall erstmal hier in der SED-Basis rein. Was haben wir hier? Nein. Guten Tag, Zanloren. Seid leise. Diese Gebäude sind zwar verlassen, aber man stößt immer wieder auf imperiale Suchdroiden. Oh. Zen Loren, republikanischer Geheimdienst. Danke, dass ihr gekommen seid. Wie ich höre, seid ihr für die fremdartigen Flüchtlinge hier zum Helden geworden. Wollt ihr bei einem Gefängnisausbruch mithelfen? Wollt ihr mir nicht erst einmal genauere Informationen geben? Gute Entscheidung. Habt ihr schon mal daran gedacht, den SID zu verlassen? Es geht hier um das Imperium und die Gräueltaten, die es hinter Nar Shaddas Neutralität versteckt. Das hier ist die Schattenstadt. Ein Gefängnis voll mit den übelsten Attentätern des Imperiums und mit Wahnsinnigen, die hier ruhig gestellt werden, bis die Sith sie wieder brauchen. Warum sollten wir imperiale Gefangene freilassen? Hier landen nicht nur Imperiale. Das Imperium hat seine Kriegsgefangenen, unsere Männer, im schlimmsten Teil dieses Drecklochs eingesperrt. Im Lager 27. Wir wissen, dass sie dort Akodomi festhalten, einen der Jedi-Helden der Schlacht von Sulust. Wir wollen ihn zurück. Wenn wir unsere Männer in den Kampf schicken, wissen sie, dass wir ihnen in einer solchen Situation helfen würden. Allerdings. Schließlich sind sie es, die ihr Leben aufs Spiel setzen. Ich habe noch nie so strenge Sicherheitsvorkehrungen wie im Lager 27 gesehen. Ihre Zugangscodes sind unter den Wachen aufgeteilt. Niemand kommt alleine hinein. Und alle paar Minuten wird der Code wieder geändert. Gibt es einen Plan dafür? Ihr müsst die Wärter abpassen, wenn sie außerhalb der Schilde sind. Und euch die Codes von ihnen besorgen. Das Problem ist, ihr braucht alle. Niemand hat mehr als einen Teil. Soll ich zurückkommen, wenn ich sie habe, oder gleich reingehen? Kommt zurück. Ich brauche eine Kopie der Codes. Für den Fall, dass ihr es nicht mehr rausschafft. Viel Glück. Und beeilt euch. Wenn sie die Codes ändern, bevor ihr drin seid, sind wir verloren. Na dann, schauen wir mal. So, ja. Wie viel kannst du jetzt bauen? 12. Das ist doch ausreichend. Ist so gut wie erledigt. Machst du 5. Machst du 5. Das sind zwar die Dinge mit List, aber das ist mir eigentlich total wurscht. So, wir sind hier fertig. Jetzt müssen wir da runter und hier alle Imperialen abschlachten. Woohoo. Das wird lustig. Na, es sei denn, die sind schneller. Wieso bin ich jetzt... Are you kidding me? Lalalalalala. Ich kann helfen. Yippee-yay.